Zur Bilanz der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten Obama gehört natürlich auch, dass er zum 5. Mal in Deutschland ist, seit er Präsident wurde. Er war ja schon kurz bevor er Präsident wurde einmal in Deutschland. Ein sehr umjubelter Auftritt an der Siegessäule in Berlin. Haben viele vielleicht noch in Erinnerung. Er durfte damals nicht am Brandenburger Tor auftreten, aber das hat er ja dann nachgeholt. Wenn ein Präsident in seiner Amtszeit 5-mal in Deutschland ist, sagt das was aus über sein Verhältnis zu Deutschland? Es hat ja lange gedauert, bis er nach Berlin gekommen ist. Er war zuerst in Baden-Baden, dann war er in Dresden und erst mit dem 3. Besuch ist er in Berlin angekommen. Damals hat man gefragt, warum dauert das so lange, bis er nach Berlin kommt. Jetzt war er 5-mal hier, das ist eine stattliche Zahl. Das zeigt, dass aus amerikanischer Sicht Deutschland ein wichtiger Partner ist. Deutschland wird als die stärkste Macht der Europäischen Union wahrgenommen. Eine Macht, von der sich die Amerikaner weit mehr Führung in der Europäischen Union erhoffen würden. Das ist eine Hoffnung, die wahrscheinlich trügen wird, weil die Bundesregierung gar nicht über die Fähigkeiten derzeit verfügt, über die Ressourcen, dies letztlich auszuüben. Man hat sich von Deutschland stärker erwartet, dass man sich im westlichen Bündnis in der NATO engagiert, die Rüstungsausgaben steigert und dass man dazu beiträgt, dass in Europa mit einer Stimme gesprochen wird. Auch das hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Aber das ist die Baustelle, an der die amerikanische Regierung eben immer wieder arbeitet. Denn auch wenn Europa nicht mehr die Priorität im außenpolitischen Spektrum der Vereinigten Staaten ist, dass Europa stabil bleibt, dass die Wirtschaft in Europa wächst, dass von der Europäischen Union keine Turbulenzen ausgehen, das ist immer noch im amerikanischen Interesse. Nun haben wir eben auch gehört über Globalisierung und die wirtschaftliche Entwicklung, also auch die Bilanz der Obama-Jahre in der Wirtschaft. Nun ist er hier in Hannover, um die Hannover-Messe zu eröffnen. Ganz klar, Deutschland und die USA sind sehr, sehr enge Handelspartner. Deutschland ist in Europa das stärkste wirtschaftliche Land im Austausch auch mit den USA. Diese Hannover-Messe, die profitiert natürlich davon, dass jetzt der amerikanische Präsident hier ist. Aber was hat Amerika davon, auf der Hannover-Messe präsent zu sein? Ja, es geht darum, die Industrialisierung im eigenen Land wiederherzustellen. Das ist etwas, was sich Obama auf die Fahnen geschrieben hatte. Und alle anderen Kandidaten, die jetzt antreten für seine Nachfolge auch. Denn die Vereinigten Staaten haben in den Jahren nach den 70er Jahren Industrie abgewickelt. Sie haben nichts mehr produziert. Sie haben ihre Waren importiert und dafür Finanzinstrumente exportiert, Schulden gemacht. Und dass die Vereinigten Staaten überschuldet sind, dass der Finanzdienstleistungssektor stockt und man nicht mehr allein auf diesen Bereich setzen will, das hat zu einem Umdenken geführt, das eben lautet, wir müssen die Arbeitsplätze zurückholen. Wir müssen wieder selbst produzieren, wir müssen exportieren. Und das ist etwas, was die amerikanische Regierung unterstützt. Es ist nicht sehr häufig, dass der amerikanische Präsident selbst das unterstützt. Also er begibt sich hier in die Rolle, dass ich sage das etwas despektierlich, Handelsreisenden, die er sonst nicht annimmt. Er ist viel näher an den Unternehmen, als er das sonst ist, wenn er ins Ausland reist. Das muss aber ja nicht schaden, sondern ganz im Gegenteil. Das kann für ihn und für die Unternehmen vielleicht von Vorteil sein. Diese Reindustrialisierung, von der Sie sprechen, das ist ja durchaus auch etwas, was die deutsche Wirtschaftspolitik vorantreibt. Richtig, hier wird produziert, hier wird exportiert und dieses Ungleichgewicht, dass es auf der Welt zwei Exportweltmeister gibt, China und Deutschland und andere Staaten ihre Waren eben nicht verkaufen können, das haben die amerikanischen Regierungen seit 2007 immer wieder betont und haben gesagt, hier müssen wir was ändern, wir müssen dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Auch in der Europäischen Union wird der große Export Deutschlands mit Argwohn gesehen und man hätte gern, dass der ein bisschen gedrosselt wird. Das liegt nicht im deutschen Interesse und die Bundeskanzlerin wird das sicher sehr deutlich machen, dass es kein Interesse gibt, hier der Wirtschaft Signale zu geben, dass man Export nicht gut findet. Dann bietet dieses Zusammentreffen jetzt zwischen der deutschen Kanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten auf der Hannover Messe 2016 ja die Möglichkeit, diese Zusammenarbeit zu intensivieren, vielleicht auch, um zu vermeiden, dass die USA sich mehr Asien zuwenden? Die USA wenden sich strategisch Asien deutlich stärker zu als Europa. Aber wichtig ist, um auch die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten eng zu halten, dass die
europäische und amerikanische Wirtschaft eng verzahnt sind. Insofern liegt TTIP und liegt eine Intensivierung des Handels und der Investitionen, die sowieso schon sehr intensiv sind, aber eine zunehmende Intensivierung, insbesondere auch im europäischen Interesse. Denn es gelingt der Europäischen Union ja momentan nur, sagen wir sehr zögerlich, sich als weltpolitischer Akteur aufzustellen. Es ist eben schwer, mit so vielen Mitgliedstaaten gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wenn jeder über ein Veto verfügt, wie das in der Außen- und Sicherheitspolitik der Fall ist. Und da ist es wichtig, aus einer ganzen Reihe von Gründen, dass man eben enge Beziehungen zu der Demokratie unterhält, die mit auf der internationalen Bühne in der ersten Reihe spielt. Aber in der ersten Reihe zu spielen, das erfordert ja auf jeden Fall in Europa die Zusammenarbeit. Und Sie sagen, es ist schwierig, die 28 sich immer zusammenraufen zu lassen. Jetzt tritt Deutschland aber schon übermäßig stark ja auf innerhalb Europas und nun auch gegenüber den USA. Wie gucken denn die anderen europäischen Länder jetzt auf Deutschland? Ja, man mag hoffen, dass die Bundesregierung diesen Prozess, auch des intensiven Dialoges mit den Vereinigten Staaten begleitet, durch diplomatische Maßnahmen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist das eigentliche Problem, wenn wir über Führung in der Europäischen Union sprechen. Ein Strukturproblem ist, dass die Europäische Union nicht über eine Führungsmacht verfügt. Das kann sie nicht derzeit, weil Deutschland als stärkste Macht immer noch viel zu schwach ist. Ressourcenmäßig, um allen anderen Staaten immer Vorteile zu versprechen. Das ist das, was Führung ausmacht. Man muss etwas für die anderen tun. Führung entsteht nicht dadurch, dass man die eigenen Interessen nur verfolgt, sondern man muss dann die Interessen der anderen mit berücksichtigen. Und das wird in der Europäischen Union möglicherweise eine Gruppe übernehmen können, die sich derzeit aber nicht abzeichnet, weil auch die deutsch-französischen Interessenunterschiede momentan größer sind, als sie das in der Vergangenheit waren, weil das Verhältnis zu Großbritannien momentan am Referendum vom 23. Juni sozusagen hängt. Und die Vereinigten Staaten suchen die Adresse in Europa, mit der man eine gemeinsame Politik auf den Weg bringen kann, die dann sicher im Interessenausgleich zwischen beiden gefunden werden muss. Und nehmen wir als Beispiel die Beziehungen zu Russland, die ja mit der Ukraine-Krise und der Besetzung der Krim sehr konfrontativ wurde. Da gab es in der Europäischen Union ganz unterschiedliche Interessen, wie man mit Russland umgehen soll. Und die Vereinigten Staaten haben in dieser Phase erstmals nicht versucht, ihre Politik strikt durchzusetzen, sondern haben versucht, die Einheit des Westens über die Ausübung ihrer Partikularinteressen zu stellen. Das war ein kluges Vorgehen. Herausgekommen ist ein Kompromiss, den man im Westen dann gefunden hat. Der mag nicht jedem schmecken und es gibt gute Argumente gegen diesen Kompromiss. Aber ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie man versuchen muss, eben zu Lösungen zu kommen, die dann so tragfähig sind, dass man gemeinsam vereinbarte Normen und Regeln wirklich auch gemeinsam einhält.